Yo, hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, Herr der Ringe. Die ist ein bisschen anders, weil, ihr wisst ja, ich bin der beste YouTuber und so. Und deswegen habe ich natürlich auch vergessen, meinen Ton aufzunehmen. Und ja, darum erzähle ich euch jetzt einfach ein bisschen, was ich halt gemacht habe. Also angefangen hat alles damit, dass wir halt bei dem Herrn, ich weiß nicht mehr genau, wer er hieß, tut mir leid, Anführer von den Blauen Bergen, nicht Anführer, Kommandant. Oh, hier sind tatsächlich Orks, also hat Finn nicht gelogen. Wer ist als Syndikat stehen gegen Invasionen? Ah, da hält da viel aus. Okay, Leute, bevor ich weiterzähle, okay. Auf jeden Fall, das Ding ist, wir waren halt bei den Zwergen und dann haben wir mit dem geredet. Und ich blende euch einfach mal hier einen kleinen Clip an. Ignoriert einfach, dass ich nicht spreche und nur die anderen beiden. Okay, auf jeden Fall, nach diesem Ding war es dann so, dass wir halt losgelaufen sind Richtung, nicht losgelaufen, wir haben ja die Warpage bekommen. Und dort sind wir dann in die Kampfgrube gelandet. Okay, super. Und die Zwerge helfen, super. Ich muss ein bisschen nägen. Mein Herz, es war eine Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Ja, ich bin ja gerade schon bei euch. Oh, fuck. Ich hab's voll. Ah, du bist voll in mich reingekommen. Warum ich mit Sachen noch? Und zwar ist es ein riesen Raid gewesen von Gundabad, wo wir halt einfach ein bisschen Probleme hatten, weil diese Orks in Massen dort waren und halt den Ort terrorisiert haben und mich zweimal umgebracht haben. Und zwar sage ich jetzt, warum es so wichtig ist, dass die mich zweimal umgebracht haben. Wir haben uns dazu entschieden, ein Canon-Life-System einzuführen. Ich erkläre euch das einfach mal. Das Canon-Life-System macht das die Charaktere ein bisschen mehr Spannung haben, also dass, wenn man sich entscheidet, Nord anzugreifen, dass es auch fatale Folgen haben kann, wenn man dann verliert. Also zum Beispiel, dass, wenn ich mich entscheide, Isengard anzugreifen und ein Spieler von Isengard mich umbringt oder jemand oder ein Ork mich umbringt, dann gibt es große Probleme, weil auf jeden Fall, dann, ja, dann kann man sterben. Okay, ich bin gerade ein bisschen, überfordert. Ich habe noch nie sowas gemacht. Okay, und ja, bei dem Canon-Life-System ist es halt so, man kann ja in Minecraft immer wieder respawnen und man hat eigentlich nichts verloren, außer sein Loot, wo man den Grabstein eh abbauen kann. Also nichts richtig Schlimmes. Und wir dachten uns, das ist ein bisschen langweilig. Und drum haben wir uns dazu entschieden, dass jeder Charakter 5 Canon Lives gibt. Also, ja, wenn ich jetzt halt 5-mal in der Story sterbe, ist der Charakter Sloth, der das Schloss Neuslothstein besetzt, tot. Dann geht es über einen Itax, weil er meine rechte Hand ist. Und der kann machen, was er möchte. Und genauso ist es auch, wenn Itax stirbt, dann muss ich mir eine neue rechte Hand zu. Vielleicht lade ich dann sogar Finn ein. Wer weiß. Und auf jeden Fall, von diesen Toten hatte ich jetzt 2 in dieser Folge. Und 2, also halt eigentlich wären es mehrere, eigentlich wäre der Charakter schon tot, aber das System hat noch nicht existiert. Also ist es so, dass ich jetzt halt im Gerichtssaal mehrmals 2 gestorben bin, aber das zählt als ein Tod. Und auch der Orkweg, dort bin ich auch mehrmals gestorben, aber das zählt auch nur als einen Tod.
weil dort hat das System noch nicht existiert. Das heißt, das ist was brandneues, das haben wir uns ausgedacht, einfach nur um es ein bisschen gefährlicher zu machen. So, dann jetzt hat das letzte, was passiert ist, nach der Kampfgrube sind wir nach Helms Klamm gereist. Also Finn hat mir mein Warbook wieder nachgestellt, einfach außerhalb von der Aufnahme. Übelst nette Aktion von ihm und mir ein bisschen Loot gegeben, also außer die Brustplatte und den Helm, den habe ich bekommen, weil ich halt in der Kampfgrube gekämpft habe. Und dort ist es dann so gewesen, dass... Oh, jetzt habe ich auch einen Pouch hier. Oh, schöne Waffe. Gefällt mir. Also, ja, dann war es so, dass er im Heldenklamm mich halt rumgezeigt hat. Das kann ich auch jetzt machen, dort muss ich keinen Clip einblenden. Okay. Hallo? Hallo? Okay. Ja, hier, das ist Helms Klamm. Ja, Alter, ich hatte noch nie so viel Angst, als ich dort in die Luft geflogen bin gerade. Dieser Hookshot funktioniert nicht so gut auf dem Server, muss ich ehrlich sagen, aber er macht seinen Job. Oh, ich bin da. Und ja, das ist halt Helms Klamm. Okay, Leute. Das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wo bin ich? Hä? Okay, ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Tut mir leid, dass sie ein bisschen anders geworden ist. Ich werde es wieder nächstes Mal besser machen und dann würde ich sagen, ciao. Leute! Lucifer zweimal auf der Schulter sagt, let's go. Doch er soll sich ficken, wenn er denkt, er kann uns so. Ich stehe in Flammen.